Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge My Horse and Me 2. Ja, ihr seht ja schon hinter mir, Starlight ist ja verpflegt. Seit der letzten Folge haben wir uns ja super um sie gekümmert. Das heißt, heute stehen 1 bis 2 Wettbewerbe an. Was haben wir denn noch offen? Florida haben wir noch offen, genau. Niedersachsen und dann Kentucky, da sind wir schon durch. Ja Mensch. Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir heute nach Florida. Schauen wir mal, wie wir uns da so schlagen. Natürlich, wie gewohnt, wie immer erst mit der Dressur. Mal gucken, was uns hier heute so abgefordert wird und abverlangt wird, ob das wieder so gut klappt. Willkommen in Florida. Die Konkurrenz ist hart an diesem Morgen, aber die Reiter sind bereit, alles zu geben. Aber hallo. Und hier kommt der nächste Reiter. Juhu. Werfen Sie einen Blick auf das Reiterpaar. Das Pferd sieht fantastisch aus. Gott. Da wollte Starlight gerade ein bisschen zu enthusiastisch los und galoppiert einfach mal vom Fleck weg an. Meine Güte. Das wird aber abenteuerlich hier heute. Jetzt darfst du galoppieren. Okay. Ja, das hoffe ich doch. Hoffe ich doch, dass sie ein Lächeln auf den Lippen haben. Ich hoffe aber auch, dass die Richter ein Lächeln auf den Lippen haben. Ja. Ah, es gibt richtig schön viele Punkte. Gut. Und Schritt. Wunderbar. Bislang alles soweit so gut. Jetzt kommt gleich bestimmt eine eine Lektion, genau. Und zwar die Piaffe haben wir hier als erstes. Nach oben. Links. Nach oben. Links. Jawoll. Wunderbar. Jetzt dürfen wir wieder antraben. 60 von 160 haben wir schon mal. Die haben wir schon mal in der Tasche. Okay. Und links. Ja. Schön. Weiter so, weiter so, weiter so. Ja. Wow. Ich bin mir sicher, die Fans dieses Teams haben ein Lächeln auf den Lippen. So, jetzt haben wir hier den spanischen Schritt übrigens. Dankeschön. Da waren ganz viele, die geschrieben haben, dass sie eigentlich auch nur den spanischen Schritt oder spanischen Tritt kennen. Aber nicht spanischen Ritt, wie das hier im Spiel genannt wird. Ich war mir nämlich, ich meine, es war mir zwar neu, aber wie gesagt, ich kenne mich halt so mit dieser Barockreiterei, spanische Hofreitschule und sowas, kenne ich mich halt gar nicht aus. Und von daher hat mich das echt mal interessiert. Deswegen danke für die ganzen Rückmeldungen seitens euch. So, zack. Oh, direkt schon wieder eine Lektion. Was ist es diesmal? Wow. Das ist so schön. Ich bin mir nur immer noch nicht sicher, was das hier sein soll. Ob das eine Passage sein soll oder starker Trab. Da bin ich mir immer noch nicht so ganz sicher. So, antraben. 40 Punkte können wir noch bekommen. Wie viele werden wir wohl noch schaffen? Fantastisch! Fantastisch! Okay. Nächste Lektion. Jetzt haben wir Schulter herein nach links. Ah. Zack. Nein, 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 nein. Ich wollte nach oben drücken. Ach, schade. Jetzt habe ich, da habe ich einen Fehler gemacht. Das heißt, wir schaffen hier nicht mehr die vollen 160. Das war jetzt blöd. Ja, Kadi, ist dumm, ne? Wenn man eine Prüfung, wenn man Aufgaben einfach schon mal vorwegnimmt und sich denkt, ach ja, es wird wohl passen. Naja, 159 von 160. Gold. Ich drück's einfach mal weiter, aber das haben wir schon so oft gehört. Die braunen Stiefel, die sind echt schick, die gefallen mir. Die gefallen mir gut. So. Du hast ein neues Minispiel freigeschaltet. Ballon, nein, nicht Ballon, Ballslalom. Okay. Querfeld ein. Mir wurde sowieso noch geschrieben, dass ich auch noch weitere freischalte, wenn ich die Springen, die ich nicht mit Gold abgeschlossen habe, im Nachhinein noch mit Gold mache. Und ich habe noch mit... Ja, pst. Ja. Und ich habe noch mitgeteilt bekommen... Ja, doch.
Und ich habe noch mitgeteilt bekommen, dass sich irgendwo im Labyrinth noch ein Geschenk versteckt. Werfen Sie einen Blick auf das Reiter-Bahn. Das heißt, wenn euch das... Ja. Wenn euch das interessiert, dann könnten wir schauen, ob wir im Nachhinein noch die Springen versuchen, alle auf Gold abzuschließen. Damit wir auch das noch hinter uns gebracht haben und ich euch wirklich alles gezeigt habe. Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Gute Geschwindigkeit. So. Oh Gott, das muss ich hier ein bisschen ausholen. Ich gehe mal in Arbeitsgalopp, das ist mir an der Stelle lieber. Ein Wahnsinnssprung. Genau, hier können wir jetzt wieder beschleunigen und raus aus dem Wasser. Das war schon ein bisschen anspruchsvoller. Da musste man, also klar, ich hätte auch durchheizen können. Aber es war mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen zu riskant. Ein Wahnsinnssprung. So, da müssen wir jetzt gleich links, recht scharf rum. Aber hinter der Kurve ist kein Sprung. Das heißt, wir haben ein bisschen Luft. Wir können weiterreiten. Ah, das spart uns Zeit. Gut, 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 gut. Wie viele Hindernisse haben wir denn noch vor uns? Da hinten ist noch ein Baumstamm. Ach ja, eine zweifache. Beziehungsweise sind ja fast mehr in Outs, kann man ja fast sagen. So, jetzt müssten wir eigentlich langsam wieder... Oh ja, da hinten ist so ein Körbchen noch. Ich glaube, das ist der letzte. Sehr gut. Passt ja zu Ostern. Nee, das war ja vor... Das ist cool. Und hier wieder so ein... Die hat man oft zum Abschluss, finde ich immer, diese... Grenze in Anführungsstrichen. Juhu! Ich würde mal sagen, Gelände ist unsere Disziplin hier. Du hast einen neuen Gegenstand freigeschaltet, einen kitschigen Sattel mit Schmetterling drauf. Gut. Fehlt heute noch der Springwettbewerb? Guck mal hier. Das sieht ja nochmal hochoffiziell aus im Vergleich zum letzten Mal. Doch nochmal irgendwie ein ganzes Stück nobler. An der Veranstaltung heute Morgen nehmen einige wirklich exzellente Turnierreiter teil und wir freuen uns auf einen spannenden Wettkampf. Ja. Und hier kommt der nächste Reiter. Nicht nur ihr, ich bin auch gespannt. So, jetzt wollen wir doch mal. Erster Sprung gut reingefunden. Ach, der zweite Sprung passt. Ja. Sehr schön bislang. Nein! Damit habe ich mir doch schon wieder die Goldmedaille versaut hier. Ich kenne das doch schon mittlerweile. Das Spiel. Ein Wahnsinn. Okay. Rum hier. Oh, der ist aber sehr offen gebaut, der Ochser hier. Ist schwer für die Pferde einzuschätzen und zu taxieren, wenn die so offen gebaut sind. Auch weiße Sprünge sind recht schwierig für Pferde. So. Gute Geschwindigkeit. Ein Wahnsinnssprung. Wo müssen wir denn jetzt hin? Rechts rum, okay. Gute Geschwindigkeit. Ah, hier ist der nächste. Gut, ein Steilsprung, schön. Ein Wahnsinnssprung. Ja. Ach, das war's schon. Ja, ein Abwurf. Das ist ein Abwurf, ist wirklich schon. Ja. Wir haben Gamaschen freigeschaltet. Okay. Es ist ein neues Video freigeschaltet. Du kannst es dir. Ja. Wir können es uns angucken. Es ist nur die Frage: Wollen wir das nächste noch machen? Wir gucken jetzt erstmal, ob vielleicht eine Videosequenz kommt. Ich glaube aber nicht. Aber mal gucken. Nee, heute kommt keine Videosequenz. Ja, ich überlege gerade. Wisst ihr was, wir gucken uns jetzt noch das Video an. Ein Wert ist gesunken bei Starlight, den erhöhen wir dann noch. Jetzt noch eine Prüfung zu machen, da wäre das erstens wäre eine ellenlange Folge und zweitens sind wir dann fast durch und... Dann machen wir lieber am Montag damit weiter. Denn heute ist ja schon wieder Freitag. Was heißt, morgen und übermorgen kommt nichts. Es geht erst am Ostermontag weiter mit My Horse and Me. So, was bekommen wir heute zu sehen? Springreiten.
Ach, das ist jetzt aber in Aachen. Da war vielleicht die Vielseitigkeit auch in Aachen. Gucke da. Das war definitiv Aachen. Ich weiß, dass die ARAG in Aachen Werbung macht. Und da war eben der geschwungene Kopf von den World Equestrian Games, den Weltreiterspielen in Aachen. Mercedes-Benz, genau, die Mercedes-Benz-Tribüne. Das ist definitiv die Aachener Sörs. Und da war gerade noch ein Fehler am letzten Sprung an dem Ochs. Habt ihr es gesehen? Mit der Hinterhand die Stange mitgenommen. So. Zack. Ich weiß es nicht, das sieht immer... Ich finde, Vielseitigkeitspferde sehen über dem Sprung ganz, ganz anders aus als Springpferde. Springpferde sind eher total vorsichtig am Sprung. Da achtet man drauf, dass man Pferde hat, die die Beine wirklich heben. Und Vielseitigkeitspferde, das ist so ein bisschen... so ein bisschen tricky, die zu trainieren. Weil im Gelände lernen sie ja eigentlich auch mal durch Hecken und sowas durchzustreifen. Ist ja kein Thema, kann man da ja ruhig machen. Aber wenn du es im Springparcours machst, dann ist es blöd, weil dann ist die Stange unten und du hast einen Fehler auf dem Konto. Deswegen muss man da mal so ein bisschen schauen. So. Dann wollen wir doch mal gucken, um welchen Wert müssen wir uns dann heute kümmern. Ja, hier das ja auf jeden Fall. Komm, wir streicheln sie mal. So. Oh, und ich habe gehört, wenn ich sie erst wasche, dann kann ich sie hinterher richtig blinkend und blitzend putzen. Das machen wir dann das nächste Mal, wenn wir nochmal komplett hier das volle Programm machen müssen. Dann probieren wir das noch aus. So. Und wie geht's dir heute? Oh, ja. Gut. Ich würde aber an dieser Stelle sagen, verabschiede ich mich für diese Woche. Falls ihr nur mal Horse and Me bei uns schaut, dann wünsche ich euch schon mal ein schönes Osterwochenende. Frohe Ostern. Und dann geht es am Ostermontag weiter. Natürlich geht es ganz normal auch übers Wochenende mit anderen Projekten weiter. Weil Horse and Me kommt ja nur montags bis freitags. Also, Lieben, habt ein schönes Osterfest und wir hören uns hier am Montag wieder. Bis dahin. Tschüss.